Nehmen Sie zur Kenntnis, dass die EU Nukleartechnologie als klimafreundlich klassifiziert hat, weil Sie uns da hier so als hinterwäldlerisch darstellen? Und nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass letztes Jahr bei der COP, bei der Klimakonferenz in Dubai, sich mehr als 20 Länder darauf verständigt haben, massiv in Nukleartechnologie zu investieren? Kann es sein, dass Ihre Fraktion und Ihre Ideen vom letzten Jahrhundert sind? Vielen herzlichen Dank. Um es genau zu machen, meine Fraktion ist sogar aus dem vorvorletzten Jahrhundert. Wir haben uns nur nie so viel Schaden aufgeladen, weil wir mit Leuten, mit ihnen nie was zu tun hatten und gegen sie in diesem Haus hier gestimmt haben. Was die EU angeht, Ihnen muss ich vielleicht nicht erklären, dass aus der EU nicht jede Entscheidung eine gute ist. Und das halte ich für eine verkehrte. Ich finde, Sie tun den Hinterwäldlern ein Stück weit Unrecht, indem Sie sich mit ihnen vergleichen. Und zum letzten Punkt, was die COP angeht, da nehme ich in der Tat zur Kenntnis, dass da manche Länder gesagt haben, dass sie wieder in Atomkraft investieren. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass einige dieser Länder Projekte, die sie angekündigt hatten, inzwischen wieder eingestampft haben. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass die allermeisten Länder dieser Welt nicht zu dieser Gruppe gehören, die allermeisten Länder dieser Welt keine Atomkraftwerke haben und nicht beabsichtigen, welche zu bekommen. Ich nehme zur Kenntnis, dass Atomkraft einen immer kleineren Anteil an der weltweiten Energieversorgung stellt. Ich nehme zur Kenntnis, dass mehr Atomkraftwerke vom Netz gehen, als neue dazukommen. Ich nehme auch zur Kenntnis, wie viele gesagt haben, dass sie keine Antwort haben. Das wäre ja auch ihre Chance gewesen, zu erzählen, wo sie in Deutschland Atomkraftwerke hinstellen möchten, wo sie Endlager hinstellen möchten, wo sie das Uran herbekommen wollen. Das sind alles Fragen, über die wir uns unterhalten könnten, aber das möchte ich nicht. Vielen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache.